So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Die brandneue und aktuelle Ausgabe von Lego Ninjago Comic Nummer 60 für 5 Euro. Was bekommt ihr dafür? Ein Boostertütchen der brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Serie. Die Serie 9. Und ja, ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Booster oder Multipacks aufmachen. Oder was meint ihr? Lasst einen Daumen dafür hoch da. Dann, ihr seht es schon, einen goldenen. Ja, ich fand den damals schon. Ich mache mal eben die Schere auf. Ich brauche ein Titelbild. Fand ich damals schon immer richtig cool. Auch wegen dieser Waffenauswahl, die ist ja goldig. Die hat Meister Wu bei mir gekriegt und. Mega coole Figur. Bedruckung, alles cool. Ich zeichne euch gleich natürlich nochmal. Aber jetzt blättern wir natürlich erstmal in das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Comic Nummer 60 drin herum. Und ja, das sind ja immer die Figuren, die hier auf die Comics sind, die es sonst vorher auf den ganz normalen Magazinen gegeben hat. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass sie irgendwann auf die legendären, ja, gibt es ja nicht mehr, es sind ja jetzt die Heldenhefte. Und ihr seht, Comic-typisch, sofort auf der ersten Seite, fängt natürlich mit dem Comic an. Und ja, teilweise sind die Comics richtig gut. Nur zu empfehlen, Merchandising, mega cool. Ah, mit so Fledermäuse, Wolfsfledermäuse, richtig groß. Aber ihr seht selber, ist cool. Wer das natürlich schon hat, schreibt es hier in die Kommentare, wie gut es ist. Spannend, actionbeladen, humorvoll, witzig. Es scheint nämlich von jedem etwas ein bisschen zu sein, so wie ich jetzt alles hier selber überfliege. Ah, Merchandising mal wieder. Der ist hier bei uns in der Nähe in Nordrhein-Westfalen. Ach, die sind geschrumpft. Rieseneichhörnchen. Und ihr seht selber, auf Seite 29 ist das Comic zu Ende und zack. So eine Art Filmsequenzen. Und nächste Mal wieder, na okay. Natürlich hatten wir den schon. Und hier, zack, das neue Batman-Magazin. Mega cool. Dieser Mech natürlich weniger. Die Figur, aber trotzdem. Dies, nee. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt nochmal die Figur. Ich muss sie auspacken, weil ich mir so eine kleine Armee damit mache. Ich baue mir gerade was, wo ich dann die goldenen so daneben hinstelle, wegen die Waffen. Ist auch eine coole Bedruckung. Ich sag aber, der ein oder andere, der wird ihn bestimmt auch schon mehrmals haben. Weil, wie gesagt, in dem Magazin kam der richtig gut an. Ich hatte auch schwachsinnige Videos davon gemacht. Aber das wisst ihr ja alle. So, hier ist er nochmal. Mit die goldschwarze Bedruckung. Richtig cool. Auf jeden Fall. Säbel hinten rein. Ups. Das war wohl nichts. Passte irgendwie nicht ganz. Fester drücken. Doch, jetzt passt er rein. Sieht dann richtig cool aus. Vorne noch die andere Waffe, aber die wird dann meistens immer so merkwürdig zusammengebaut. Zack. Und dann kommt er hier rein. Ha, und das gefällt mir eben nicht. Bin ich ganz ehrlich, das gefällt mir absolut nicht. Aber nichtsdestotrotz, er ist wieder da, falls ihr ihn braucht, in das brandneue und aktuelle Comic. Lego Ninjago Comic Nummer 60 für rund 5 Euro. Dazu gibt es noch ein Booster-Tütchen. Wenn ich wieder ein paar Booster oder Multipacks aufmachen soll, schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch. Aber nichtsdestotrotz, auch hier werde ich natürlich irgendetwas von den neuen Lego Ninjago Sets unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Jetzt schreibt ihr mir eure Meinung, eure Kommentare zu das Comic. Auf jeden Fall
traurig, wie das Serie 9 aufmachen soll. Auch, und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.